Liebe Freunde, seid gegrüßt, hier ist MD Vegan. Heute gibt es eine Melonenschmusi. Hier, da habe ich ein Stück von Melone. Die war schon in meinem Kühlschrank und die hat mich so angelacht. Ja, die musste ich haben, weil vor allen Dingen, die schmeckt richtig süß, lecker. Und was ich mache, ist, ich werde die mixen. Deshalb schneide ich die erstmal klein und tue die gleich in den Mixer rein. Und ich schneide die aber einfach so mit dem großen Messer von der Schale runter, um so runter zu gehen, rüber zu fahren, weil das Grüne, das spare ich mir heute mal. Man könnte das Grüne auch mitessen oder mitentsaften, wenn ich einen Saft mache. Ja, aber ich möchte ja auch gerne mal die Farbe einfach nur so genießen, diese schöne rote Farbe. Das tue ich nämlich jetzt weg, die Schale, die muss ich nicht mehr essen. Man könnte, wie gesagt, aber nochmal einfach klein schneiden, was in den Mixer reinpasst. Aber eben, wie gesagt, die Farbe ist schon ein toller Hingucker, finde ich. Einfach die Stücke grob klein schneiden, in den Mixer reindrücken. Mal gucken, ob es auch alles passt. Und wenn es nicht passt, wird es passend gemacht. Hier noch ein bisschen runterdrücken. Weil es kommen nämlich noch andere Sachen rein, nämlich heute Blaubeeren. Letztes Mal habe ich Erdbeeren probiert, auch gefroren. Hier habe ich Blaubeeren oder Heidelbeeren, wie sie auch heißen. Ja, die kultivierten, die sind ein bisschen größer. Aber ich finde, immer noch sind die, auch wenn die nur kultiviert sind, super lecker. Und natürlich sehr gesund. Ja, und ich bin gespannt, wie die Farbe sich mischt. Ich finde diese sommerlichen Obstfarben einfach ein Gedicht. Und eine Zitrone, das passt auch zur Blaubeere sehr, sehr gut. Übrigens auch zur Melone, die ja eigentlich es vorzieht, wenn man so sagen darf, alleine genossen zu werden. Wo ist mein Deckel? Der Deckel von meinem... Da, habe ich ihn. So, einfach alles zumachen. Wenn man so sagen darf, die ziehen ja vor, alleine genossen zu werden, die Wassermelonen. Und die reichen mir auch völlig. Ich brauche nichts anderes als Wassermelonen zu essen den ganzen Tag, wenn es danach geht. Aber die Kombination, gerade so im Mixer, ja, mit anderen Früchten, ne, kann schon ziemlich toll sein. Ich werde mal probieren, wie das mit der Blaubeere zusammen schmeckt und wie, vor allem, wie es mir bekommt. Das ist ja auch immer toll, hinterher auszuprobieren, was passiert eigentlich bei einem. Also letztes Mal mit der Erdbeere zusammen, das war einfach ein super Genuss. Jetzt ist die Blaubeere dran. Mal gucken, wie es weitergeht. Der Mixer die Blaubeere runtergezogen und das Eis von der Blaubeere ist in die Klingen reingezogen. Da hast du diesen Krach gemacht. Und das mit dem Eis ist natürlich eine gute Idee, gerade im Sommer. Draußen ist es so an die 30 Grad hier in Berlin. Wow, einfach toll. Weil man fühlt natürlich dann wirklich auch diesen Erfrischungseffekt besser. Ne? Jetzt habe ich hier dieses köstliche Nass, ja? Diese köstliche Farbe. Ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt schmeckt. Wunderbar. Ganz wunderbar. Also, Blaubeere ist so eine Sache. Wenn du mixt, ich habe noch nicht ganz rausbekommen, was da genau passiert. Da ist Pektin drin, hat mir ein Blaubeerzüchter erklärt. Und das Pektin macht, wenn ich die Blaubeere mixe, im Mixer, macht das hinterher Gelatas, hinter der Smoothie hinterher. Manchmal passiert das auch nicht. Kommt auf die Zutaten an. Ich weiß noch nicht genau. Aber deshalb dachte ich mir zum Beispiel, wäre es mit der Wassermelone ganz besonders gut geeignet, weil da wird er bestimmt nicht dick werden, der Smoothie, weil er so viel Wasser drin ist. Und in der Tat, im Moment sieht es noch sehr flüssig aus. Mal gespannt, das mit dem Pektin, das klappt erstmal. Hier sieht es aus. Tolle Farbe, ja? Wow, ist das nicht super? So ein Karminrot, ja, wie nennt man das? Diesen Rotton. Der ist dann wirklich ausgezeichnet, ne? Und der schmeckt auch toll. Ein ganz milder Geschmack. Ja, die Zitrone ist überhaupt nicht aufdringlich, eine ganze Zitrone, kein Stückchen. Ein ganz feines Aroma, die Melone ist da, die Blaubeere auch und die Zitrone macht es so leicht und frisch. Also hier Zitronen rein zu tun, habe ich schon bei der Erdbeere gestern gemerkt, ne? Ein toller Effekt. Probiert es aus, sagt mir, was ihr davon haltet und genießt es. Viel Spaß damit. Mein Kanal MD Vegan, abonnieren, jeden Tag ein neues Rezept.